Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. So, es ist so schön, euch wieder hier herzlich begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal Angel and Soul Readings. Und ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es geht euch gut. Ihr seid super gut in den Samstag reingestartet. Ja, und Samstag haben wir immer die Legung, der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber. Ja. Ihr wisst ja auch, es sind Legungen fürs Kollektiv. Also heißt es, es kann für alle zutreffen, es muss aber nicht so sein. Und dann, was ich auch noch dazu sagen möchte, was auch wichtig ist, gerade auch in dieser Legung, es kann auch sein, was ich zu dir sage, wie gesagt, es sind Kollektivlegungen, die Personenkarten sind geschlechterneutral, wandelt es bitte immer für euch um. Und auch was jetzt hier auf dieser Seite dann liegt. Und auch auf dieser Seite, bei dir, bei ihm, kann auch sein, dass es spiegelverkehrt für euch ist. Also, dass seine Situation deine ist. Ne? Also von daher, spürt die Legung, spürt die Energie. Und dann pickt euch das raus, was für euch stimmig ist oder mit dem ihr, wo ihr sagt, oh ja, da ist was, ne? Das ist so ein Hinweis für mich, ein Anhaltspunkt. Und dann kann es auch sein, also es muss nicht, dass du dann sagst, nein, die Legung ist überhaupt nichts für mich, weil das ist hier auf meiner Seite, aber das ist nicht so bei mir, sondern das ist eher auf der anderen Seite. Also wie gesagt, wandelt es so, ne? Diese Legung, wie es für euch stimmig ist. Okay? Ja, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt erstmal auf deiner Seite. Wie ist denn der aktuelle Stand? Leg das jetzt gleich mal auf. Ich nehme ich wenn. Gleich noch Ergänzungskarten, falls welche benötigt werden, dazu ziehen. Okay, dann hätte ich gerne noch Ergänzungskarten, aber ich sage eigentlich alles aus. Gut, und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Gut. Das hatte ich aber auch schon lange nicht mehr, dass Karten hier auf den Boden gefallen sind. Okay. Dann sind wir mal gespannt, was hier fällt. Seht ihr das noch? Ja, gut. Okay. Jetzt schaue ich mal, dass wir das hier noch ein bisschen einstellen können. So, jetzt ist es besser. Okay. Dann hätte ich da auch gerne noch zur Klärung. Okay. Ja, schaut gut aus. Also, meine Lieben, dann würde ich sagen, let's go. Also, wir haben hier, also, eins kann ich euch sagen, bei euch beiden ist immer der Gegenüber du, ihr seid immer mit dabei. Also, ihr seid hier wirklich ein fester Bestandteil in der Verbindung zwischen euch. Wir haben hier auf deiner Seite, die Gedanken, es sind sehr, sehr starke Gedanken. Die Gedanken hier, komme ich weiter? Es ist ein Stillstand. Es hat sich was getan. Es ist hier was in Bewegung gekommen. Es ist der Kontakt da. Bei dem einen oder anderen ist er hier schon noch ein bisschen im Rückzug.
Aber ich habe hier auch, du hast, so wie es für mich aussieht, jemanden kennengelernt. Und bist dir selber, du machst dir viele Gedanken. Wir haben hier deinen Gegenüber, deinen Wunschpartner, oh, meine Finger sind dazwischen, meine Hand, deinen Wunschpartner und hier aber auch noch jemand anderen. Also da ist es so, du machst dir wirklich deine Gedanken, was ist das Beste, was sollst du tun? Du bist hier ein bisschen auch in der Verzweiflung drin. Weil du nicht weißt, ist es hier, wäre es naiv, wenn du dich jetzt hier für dich da jetzt drauf einlässt oder hier auf Treffen einlässt oder weil du das Gefühl hast, es ist nicht ganz stimmig für dich. Und so ist es für dich, du siehst dich, ah, du wie ein bisschen hin und her gewirbelt. Was sollst du tun? Weil im Endeffekt möchtest du möchtest die Verbindung, fühlst dich aber gerade so ein bisschen weiter weg auch. Also da ist dieser Abstand da. Du möchtest diese Verbindung definitiv haben. Du möchtest hier diese Zusammenkunft. Bist aber für dich, wie gesagt, so in dieser Verzweiflung, in der Traurigkeit. Du hast die ein oder andere Träne ist hier auf jeden Fall mit dabei, weil du nicht weißt, was ist hier? Hier deine Zielstrebigkeit. Du möchtest wieder ein Treffen, du möchtest die Kommunikation, du möchtest, dass es hier vorangeht. Es geht schon eine Zeit lang so und es ist alles so schleppend, so zäh, dass es vorangeht. Und du bist jetzt hier für dich an einen Punkt gekommen. Du willst die Fülle, du willst das Geschenk, das Positive. Du wünschst dir hier die Aktivität. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Und diese Verzweiflung, was hier ganz stark jetzt aktuell wieder bei dir aufgeploppt ist, dieses, ist da eine andere? Er hat eine andere, den du kennengelernt hast. Ist bei ihm eine andere? Was ist, wo stehe ich? Wo bin ich? Bin ich nur das fünfte Rad am Wagen? Oder komme ich hier wirklich an, dass ein Mensch mich absolut will und ich an seiner Seite sein darf? Komme ich hier weiter? Es ist so dieses Schleppende, dieses Vorangehen, weil du das Gefühl hast, Menschen, die du kennenlernst, ja, du bist vielleicht die gute Freundin, mit dir kann man sich gut unterhalten, mit dir hat man Spaß, es ist lustig und da ist schon die Harmonie da. Aber du hast immer das Gefühl, warum sind da immer von deinem Gegenüber andere Frauen, andere Männer? Wie gesagt, wandelt es bitte für euch um. Und warum nicht ich? Wir haben Kontakt, das ist wunderschön. Aber mein Gegenüber hat hier immer wieder Kontakt auch mit anderen oder Treffen mit einer anderen Person, also Frau oder Mann, ne? Je nachdem, wie gesagt. Und oder ist ja auch noch in einer Beziehung. Und auch wenn neu, den du jetzt kennengelernt hast, hat auch wieder eine andere Person ist noch mit da. Warum ich und warum gehst du das durch? Also du hast so viele Fragezeichen hier in dir, wo du selbst sagst, ich bin am Verzweifeln, ich komme nicht weiter. Es ist wie ein Stillstand, den ich habe. Und diese ganze Situation, die macht dich krank. Die belastet dich. Und sie zieht dir sehr, sehr viel Energie. Jetzt gehen wir zur anderen Seite. Hier ist es so, dein Gegenüber, du bist hier auch, du bist Bestandteil in seinem Leben, genauso wie er auch bei dir Bestandteil in deinem Leben ist, ne? Und er hat aber hier, es ist die Angst, weil er nicht weiß, was er tut, was er zu tun hat, was das Richtige ist. Er will hier, du tust ihm sehr, sehr gut. Du machst ihn glücklich. Das spürt er auch, das weiß er. Und genau das ist so das. Es ist nicht nur, dass es so sporadisch für ihn ist, dieses Glücksgefühl, sondern es hat schon Beständigkeit. Beständigkeit bringt ihn aber immer wieder in die Verzweiflung. Weil wir haben hier definitiv Personen, die zwischen euch stehen. Es ist so. Und das ist das, was er glaubt nur wirklich das, was er sieht. Er ist momentan in einem Konflikt. Der Konflikt ist aber mit sich selbst. In diesem Konflikt, in dem er steckt. Denn hier, dass sich der Kreis schließt, wie gesagt, er glaubt nur das, was er sieht. Er will nicht in die Tiefe richtig reingehen. Er versucht, es abzustoßen.
abzuwenden von sich. Und das ist hier zwischen eurer Verbindung das große Problem. Denn wir haben hier, es ist definitiv, also absolut sicher zwischen euch eine familiäre Person. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist Fakt. Bei dem einen oder anderen haben wir hier auch, und ihr seht es hier auch, dass es sich spiegelt, eine andere Person in seinem Leben. Also, es muss nicht beides sein. Es ist auf jeden Fall eine Person da. Entweder, also es kann beides sein, natürlich, aber auf jeden Fall eine familiäre Person und oder, dass er noch in einer Beziehung ist, eine andere Frau kennengelernt hat, einen anderen Mann kennengelernt hat und hier selbst nicht mehr weiß, er möchte den Weg hier wirklich die Liebe, diese Verbindung, dieses treue, verbindliche, diese zusammen, diese Vereinigung hier, wir haben es. Es ist da, er möchte es, aber das bringt ihn komplett zur Verzweiflung, weil er selbst sich gerade ein ganz großes Stück verloren hat. Weil sich das Ego bei ihm sehr stark zeigt. Dieses Ego hat momentan bei ihm die Macht, die absolute Macht über ihn, wie auch diese Person oder die. Also wie gesagt, er will hier, er will diese Vollendung, er will diese Fülle haben, er will diese tiefe Zuneigung, er will das. Sein Herz, seine Seele schreit danach, er will. Er weiß nur nicht, was er tun will. Er weiß es nicht. Er möchte hier natürlich die Bewegung, dass diese Veränderung da ist. Aber ich muss euch auch sagen, er möchte auch den angenehmen Weg gehen. Also von daher ist er so gerade in dieser Position, er versucht das abzuschieben, wegzuschieben, weiß aber, dass hier eine Lösung her muss. Und diese Situation, in der er sich befindet, ist schon länger so. Es ist schon länger so, das haben wir ja auch bei dir. Und da ist es, er will, also das kann ich dir ganz sicher sagen, er will das Feste mit dir, diese wirklich, also wir haben es hier deutlich liegen, er will die feste Verbindung, die tiefe, ehrliche Liebe, er will es. Er ist nur momentan so, wie verzweifelt, er hat die Verzweiflung, die Unsicherheit, weil er nicht weiß, wie er es am besten macht. Aber, ihr Lieben, ich muss euch ganz ehrlich sagen, oder ich sage euch ganz ehrlich, das ist seine Baustelle. Er weiß, was er will, aber es ist hier dieses Hindernis dazwischen. Es ist seine Aufgabe, das zu lösen. Du hast hier auch die Verzweiflung liegen. Haben wir gesagt, ne? Und da ist es für dich, du, ich sehe dich, dass du hier in den Rückzug gegangen bist und einfach sagst, okay, ich ziehe das und das an, auch wenn es jetzt hier nur Freundschaft ist, ne? Der Wunschpartner, das Problem, das du siehst, hier, was diese Verbindung betrifft, die wir hier auch haben, dass du für dich sagst, es muss nicht sein, dass es hier, dass er in einer anderen Beziehung ist oder dass er jemand anderen kennengelernt hat, sondern einfach nur, was zwischen euch steht. Und das ist das, diese familiäre, diese Person, die wir hier auch haben. Ne? Wie gesagt, männlich, weiblich, geschlechterneutral. Ne? Und das ist das, diese Verzweiflung, die wir ja auch wieder haben, was dich auch in die Verzweiflung bringt, wo du sagst, okay, ich gehe hier einen Schritt zurück. Und ich will diese Verzweiflung nicht mehr, diesen Schmerz. Diesen Schmerz hat auch er. Aber das ist jetzt komplett seine Aufgabe. Und so wie es für mich aussieht, wird er eine Lösung finden. Er wird eine Lösung finden und die Lösung zum Glück. Zum Glück mit dir. Weil er weiß, dass du ein fester Bestandteil in seinem Leben bist und dass er dich nicht in seinem Leben missen möchte. Aber hier kannst du auf deiner Seite, also von dir aus, nichts mehr tun. Es ist nicht deine Aufgabe.
Meine Lieben, es ist eine sehr interessante und schöne Legung. Und ich danke euch so sehr fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Und vielleicht kommt bei dem einen oder anderen hier auch die Sonne heute raus. Genießt den Tag und macht was Wunderschönes. Lebt das Leben, lebt euch, lebt euer Sein. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.